Die Leber ist ein 1,5 bis 2 Kilogramm schweres Organ, das alles Mögliche drauf hat. Sie kann, im Gegensatz zu den meisten ihrer Eigentümer, Multitasking und ist die größte Drüse des menschlichen Körpers. Schon ihre zentrale Lage, hauptsächlich im rechten Oberbauch und am Zwerchfell, deutet auf ihre Wichtigkeit und Funktion hin. Die Gallenblase ist übrigens eng mit der Leber verbunden. Das sieht man genauer am Aufbau der Leber. Hier die Leber von vorne. Sie ist eingeschnitten durch Bänder, mit denen sie in der Bauchhöhle befestigt ist. Dadurch gibt es 4 Leberlappen. Auf dieser Abbildung sind die 2 großen, der rechte und der linke Leberlappen zu sehen. Unten sieht man ein bisschen von der Gallenblase und oben die untere Hohlvene. Nicht wundern, es heißt untere, obwohl sie hier oben ist, weil das von Herzen und nicht von der Leber aus betrachtet und benannt ist. Es wirkt ein bisschen so, als kommt sie aus der Leber raus, aber eigentlich führt sie daran vorbei und bringt das Blut aus der unteren Körperhälfte zum Herzen. Jetzt die Leber seitenverkehrt von hinten. Da erkennt man noch 2 kleinere Lappen, den quadratischen und den Schwanzlappen. Außerdem hat die Leber von hinten Eindellungen von den umliegenden Organen. Einmal fließt sauerstoffreiches Blut für die normale Organversorgung über die Leberarterie in die Leber. Dann fließt aber auch sauerstoffarmes Blut aus den Gefäßen, die den Darm umgeben, über die Pfortader hinein. Das ist dementsprechend voller Nährstoffe, besonders mit Einfachzuckern und den Grundbausteinen der Eiweiße, also Aminosäuren. Die meisten Nahrungsfettbestandteile gehen allerdings nicht direkt ins Blut über, sondern werden in Lymphbahnen abtransportiert. Sie gelangen erst in der oberen Körperhälfte in den Blutkreislauf und kommen so über die Leberarterie zur Leber. Abfließen tut das Blut über größere Lebervenen, die in die vorbeiführende Hohlvene münden. Mit diesem Blut gelangen von der Leber kontrolliert Nährstoffe zum Rest des Körpers. Das ist auch schon eine der Hauptaufgaben der Leber: Kontrolle der Nährstoffversorgung des Körpers. Außerdem gibt es einen Lymphabfluss aus der Leber, den man hier nicht sieht. Weiter sind da noch Gallengänge, die Gallenflüssigkeit aus der Leber abtransportieren und über den sogenannten gemeinsamen Lebergang und den davon abzweigenden Gallenblasengang in der Gallenblase sammeln. Dieser gemeinsame Lebergang heißt übrigens so, weil er den Gallengang des rechten und linken Leberlappens vereint. Von da aus gibt die Gallenblase die Galle wieder zurück über Gallenblasengang und den unteren Teil des gemeinsamen Lebergangs an den 12-Fingerdarm ab, also in den Verdauungsapparat. Da wären wir schon bei der 2. Hauptfunktion der Leber, der Herstellung von Galle. Galle ist eine Flüssigkeit, die Fette emulgieren kann, also bei der Fettverdauung hilft. Aber wieder zum Aufbau. Die Leber an sich sieht ja erstmal wie so ein einheitlicher rotbrauner Klumpen aus. Guckt man sich das Lebergewebe aber näher an, sieht man, dass es aus vielen sogenannten sechseckigen Leberläppchen, auch Lobuli hepatis, besteht. Und viele bedeutet so 1 bis 1,5 Millionen. Sie sind durch Bindegewebe gegeneinander abgegrenzt. In der Mitte von so einem ca. 2 bis 3 Quadratmillimeter großen Leberläppchen geht die sogenannte Zentralvene durch. Sie ist umgeben von den Leberzellen, den Hepatozyten. An jeder Ecke vom Sechseck ziehen sich jeweils parallel zueinander Abzweigungen der Pfortader, Abzweigungen der Leberarterie und Gallengänge entlang. Dazu verlaufen zwischen den Läppchen Lymphgefäße und Nerven. Kleinere Venen und Arterien durchbluten die Hepatozytenlagen, fließen ineinander und führen wie Speichen von den eben erwähnten Pfortader- und Leberarterienabzweigungen zur Zentralvene. Diese Aderspeichen heißen Leberkapillaren oder auch Sinusoide. Jeweils 2 Reihen sich gegenüberliegender Hepatozyten bilden zwischen sich die Gallenkapillaren, die nach außen zu den Gallengängen führen. Die Hepatozyten bilden also die Galle und sondern sie in die Gallenkapillaren ab, die die Galle dann über die Gallengänge abtransportieren. Wenn wir jetzt mal in Draufsicht den Querschnitt von so einer Speiche mit drumherum nehmen, dann können wir erkennen, dass es nicht nur Hepatozyten gibt, sondern auch andere Zellen. Cholangiozyten-Epithelzellen kleiden die Gallengänge aus. Endothelzellen kleiden die Leberkapillaren aus und bilden die Gefäßwände. Und mit ihren Fortsätzen von außen um das Endothel rumgewickelt, sind die zwischen Endothel und Hepatozyten gequetschten Sternzellen.
Kupferzellen sind wahrscheinlich beweglich und hängen an den Leberkapillarwänden rum. Es sind wohl Immunzellen, genauer Fresszellen oder Phagozyten. Hier nicht gezeigt sind große granuläre Lymphozyten, auch Pietzellen genannt, die ebenfalls zu den Immunzellen gehören, nämlich zu den Killerzellen, die von Viren befallene und körpereigene entartete Zellen töten. So viel erstmal zum Leberaufbau. Jetzt aber endlich zum Multitasking. Was kann diese Leber nun alles? Wie gesagt, krass viel. Sie spielt eine zentrale Rolle im Nährstoffstoffwechsel und bei der Verteilung von Nährstoffen im Körper, besonders in Hungerphasen. In ihr wird die Galle, wichtig für die Fettverdauung, produziert. Diese beiden Punkte hatten wir ja eben schon. Außerdem ist sie Dreh- und Angelpunkt für die Cholesterinverteilung im Körper. Sie stellt wichtige Bluteiweiße wie Transportproteine und Gerinnungsfaktoren her und spielt eine große Rolle für die Ausscheidung von wasserunlöslichen Substanzen und damit für die Entgiftung. Außerdem dient sie als Vitamin- und Metallspeicher und kann den Säure-Base-Haushalt des Blutes mitregulieren. Da staunt ihr, liebe Kinder, wat? Wenn das jetzt zu schnell ging, ihr genaueres darüber wissen wollt oder müsst, dann guckt euch den nächsten Teil über die Aufgaben der Leber, Leberfunktionen an. Zum Schluss aber nochmal den Aufbau zusammengefasst. Die Leber ist an Bändern im rechten Oberbauch aufgehängt, besteht aus 4 Lappen und kriegt über die Pfortader das ganze nährstoffreiche Blut vom Darm ab. Zusätzlich ist sie über die Leberarterie mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Das Blut aus beiden Adern vermischt sich schließlich und verteilt sich über die Leberkapillaren in die kleinen sechseckigen Untereinheiten der Leber, die Leberläppchen mit den Hepatozyten. Das sind die Leberzellen, die das meiste in der Leber erledigen. Das Blut sammelt sich wieder in den Zentralvenen in der Mitte der Leberläppchen und fließt über die Lebervenen in die untere Hohlvene zum Herzen. Die Hepatozyten bilden außerdem kleine Gänge, die Gallenkapillaren, in die sie die Galle abgeben. Die fließt entgegengesetzt zum Blut über diese Kapillaren zu den Gallengängen und von da aus zur Gallenblase. Die schüttet die Galle zur Fettverdauung in den Zwölffingerdarm aus. Wem jetzt die Galle überkocht, der muss vielleicht mal was Vernünftiges essen und sich über Vitamine informieren. Dazu auf dieses Video klicken. Oh Mann, das war eine gezwungene Überleitung, aber es war eine. Passend zur Überleitung gerade eben, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne Leberpastete esst. Da ist übrigens recht viele Vitamine A drin, ne? Ansonsten haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis dann.